Core Gamer Production. Hey, you guys, willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Ja, ich habe mal nachgelesen. Es hat was mit dem Fenster zu tun. Lustig ist, um euch klar zu machen, warum das jetzt so war. Ich habe meine anderen Kopfhörer am Bildschirm hängen und die haben dieses Schraubensymbol, was wir hier sehen, haben die gekonnt überdeckt. Man möge mir ein Huhn reichen, ja, und dieses Fenster müssen wir uns angucken. Luxusvilla. Hier ist ja die ganze Wand offen. Das nennt man Panoramafenster, Rufus. So habe ich immer den gesamten Schwarzmarkt im Blick. Dafür zieht es wie Tigerfischsuppe. Das sollte die Bodenheizung eigentlich ausgleichen. Ich brauche Kohle. So. Kannst du eigentlich gar nichts alleine erledigen? Dafür habe ich meine Bediensteten. Wischen die dir auch den Hintern ab? Oh, da bringst du mich auf eine Idee. Jetzt hör doch mal auf zu kitzeln. Sag mal, merkst du gar nicht, dass dir das überhaupt keine Zeit spart? Im Gegenteil, du bist die ganze Zeit nur am Nachrichtenschreiben. Nicht in diesem Ton, junger Mann. Entschuldigung, Sir. Na toll, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich gleich schreiben? Ha, ich hab's. Ich brauche den Faden. Okay. Damit haben wir die letzten beiden. Okay, das Fenster war's also. Verzeiht, ich war doof. Jetzt holen wir uns natürlich erstmal hier die Kohle. Rate mal, was ich hier habe. Noch eine Memo. Bingo! Ich brauche Kohle. Tja, was auch sonst. Da geht die Kohle. Tja, dann. Meine Kohle. Und war aber gerade schon dabei, mein Freund, ne? Da bin ich wieder. Und diesmal... Nimm dir einfach alles, was du findest. Ich brauche absolut gar nichts mehr, außer einer stillen Minute, um mich in den Schlaf zu weinen. Okay. Wenn das so ist, dann nehmen wir den Faden und wir nehmen die Uhr, ne? Hey, was machst du da? Du hast gesagt, ich kann mir alles nehmen. Aber das ist die Asche meiner Mutter. Tja, ich habe die Regel nicht gemacht. Ja, ich habe sie lediglich etwas verbogen. Ja, damit ist das Thema durch. So, okay, mit der Asche, das wissen wir ja schon, da können wir hier auf Halbmast machen, ne? Zack hier. Ich weiß zwar nicht, warum man so einen Mechanismus baut, aber hey. Aha. Wenn ich das Hosenbein spannen könnte, würde es ein prima Katapult abgeben. Aber womit so? Offenbar fehlt mir hier noch. Ich behalte das mal. Ja, ich habe diese Komponente schon, und zwar den Faden und den Haken. Und da sage noch einer, ich verstünde nichts vom Angeln. Ich habe mir ein voll funktionsfähiges Hakengedöns gebaut. Genau, Hakengedöns. So, und das kann man nicht. Zack. Jetzt muss ich das Ende nur noch irgendwo befestigen, dann habe ich ein astreines Katapult. Korrekt, und das befestigen wir hier an der Öse. Ups. Nichts passiert. Dann ist ja gut. Und dann können wir das Flugschnabeltier... Hallo, das Flugschnabeltier-Ei können wir doch, glaube ich, hier... So, warte. Jetzt haben wir... Oh Gott. Jetzt können wir den Sturmsauger benutzen. Magere Ausbeute. Von solchen Flusen habe ich genug in meinem Mantel. Genau. Die Flusen. Ich habe keine Ahnung, was wir damit noch machen. Wir gehen mal hoch. Vielleicht können wir die Flusen da so, ne? Ins Rohr oder so? Oh, warte. Ah, now I understand. Pass auf, dadurch, dass ich die hier wegsaube, sind die ja gespannt, ne? Magere aus von solchen... Ja, ist gut. Ja, pass auf, jetzt ist die stark gespannte Hose. Habe ich irgendwas? Vielleicht, So? Hey, mein Schnabeltierkatapult ist geladen und entsichert. Ich muss nur noch den Knoten lösen. Und dann... Und dann...
Hilfe! Hilfe! Okay, Ich muss nur noch den... Was soll das denn? Krieg ich doch diesen dämlichen Knoten nicht mehr auf. Warum muss ich auch so ein begabter Knotenknüpfer sein? Ja, warum, ne? Vielleicht ein Rasiermesserfisch? Genau. Mein Schnabel, ne? Ah, siehste. Hui! Ach genau, und dafür haben wir das Brot dahin gepackt, ne? Genau, jetzt geht er nämlich Boah, da... Eine makellose Sausebahn. Ja, das war prickelnd. Die kann man bestimmt noch ein zweites Mal benutzen. Ich denke auch. Kann ich das die vielleicht... Meine Sachen riechen schon... Irgendwas so? Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Kescher für Flugschnabeltiere. Das heißt, ja, natürlich. Das sieht genauso aus wie der Kescher auf dem Bild in der Fibel. Yes. Haha. Gut, dass ich so ein brillanter Erfinder bin. Sonst hätte ich ja noch ewig herumprobieren können. Genau, mindestens Rufus. Geil. Okay, cool. Dann gehen wir mal eben das Flugschnabeltier besorgen. So, dann komm mal her, mein Schnuckel. Ich glaube, mit dem Brot haben wir es da hingelockt. Da haben wir ja schon mal vorbereitet. Also es geht voran, Kinders, es geht voran, ne? Komm, Schnabli, Schnabli. Ha, ich hab's. Perfekt. Nee, Quatsch. Das lassen wir dann auch gleich beim Nest. Das war ja hier in der Altstadt. Zack, hier, pass auf da. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Flugschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Korrekt. Aha. Okay, dann müssen wir jetzt zu Docs Werkstatt. Ne? Jetzt haben wir ja, Gott sei Dank, die Kohle. Die Kohle. Ab in den Ofen damit. Dann machen wir den auch mal direkt an, ne? Du, du, du. Badam, bam, bam. Und yes! Ja! Lodre, lodre, Ofen brodle! Zack. Damit haben wir das hier oben, ne? Können wir das Ei jetzt vielleicht holen? Laut Fibel cool. Au! Verdammt! Das Ei ist ganz ohne mein Zutun in dieses Rohrsystem gehüpft. Ich muss es da irgendwie wieder rausbekommen. Mhm. Okay, da rennt es rum, ne? Dann geht's hier lang. Wir müssen irgendwie hier dran, ne? Vielleicht so? So vielleicht? Ich brauch mal eben hier so ein Dingens. Also, ach du dickes Ei. Ja, okay. Stell die Weichen. Ja, ja, okay. Da ist es. Das dann so. Glaube ich zumindest. Okay, pass auf, wir machen das mal rückwärtig. Zack, 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 zack.
Nee, das ist es nicht. Nee, das auch nicht. Das ist es auch nicht. Okay, pass auf. Wir haben es jetzt in dem Rohr hier, ne? Nee, das muss schon so, ne? Zack, zack, zack. Da ist es gerade, ne? In der äußeren. Ich glaube, das müssen wir jetzt so machen, ne? Kann das sein? Zack, zack, zack. Ah, jetzt hängt es hier in der Schleife. Jetzt ist es wieder hier. Glaube ich, hab's. Glaube ich? Hab ich? Yes! Wir haben es geschafft. Oh boy. So, wie kriegen wir dich denn jetzt daraus? So einfach nehmen werden wir dich ja nicht können, ne? Doch! Okay, dann werden wir das erstmal hier auf das Nest packen. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Ja, okay, damit haben wir alle Schnabeltiere von der Speisekarte gestrichen. Yes, guck mal, ne? Hinweis, ne? Hier, Schnabeltierfäbel und so weiter, das haben wir ja schon, ne? Okay, jetzt können wir zu Seagull zurückkehren und ihm da mal fragen, was da, wie das funktionieren soll mit Goal und so, ne? So, mein Freund, lass mal hören hier, ne? Hey, Dad. Och. Siehst du nicht das? Ja, ja, also ich hab's geschafft. Ich hab es geschafft. Das hat aber ganz schön lange gedauert. Musstest du wohl erst einmal Schnabeltiereier suchen, was? Ja. Genau. Allein die Vorstellung ist zum Totlachen. Wenn ich dann jetzt bitte den Tisch reservieren dürfte. Nein. Nein? Zu einem Date gehört mehr als ein gutes Essen und ein schöner Ausblick, Rufus. Nein? Wie in... Nein, meine Suppe esse ich nicht? Du musst die Lady auch mit deinen Manieren beeindrucken. Immerhin reden wir hier von einer Louisianerin, richtig? Ich habe eine Brandblase, zwei Frostbeulen und mehrere Schnabeltierbisse. Und du sagst nein. Wie wäre es mit einem Gedicht? Links die Blase, rechts die Beulen. Noch nicht fertig, muss gleich heulen. Nicht für mich. Für die Lady. Irgendwie bezweifle ich, dass ihr das Gedicht gefallen würde. Ich sehe es bereits vor mir. Der Sonnenuntergang glitzert magisch im Champagner und wirft Reflexe in ihr güldendes Haar. Es ist mehr so orange. Schlumpi serviert das Dessert und dann rezitiere ich das Gedicht. Du meinst, ich rezitiere das Gedicht? Ja, natürlich, du. Also, bist du geübt in den lyrischen Künsten? Natürlich. Ich habe zwar meine Hupe nicht dabei, aber das passt schon. Kein Grund zur Sorge. Ich bin ein Meister der Poesie. Ich muss mir nur noch ein paar Gedichtbände durchlesen, bis ich die passenden Verse gefunden habe. Ach nö. Das dauert doch ewig. Geduld ist die wichtigste Fähigkeit des Romantikers, Rufus. Kein Gedicht, keinen Tisch. Verstanden? Von wegen. Ich habe lange genug auf diesen senilen Esel gehört. Die Sache mit dem Gedicht löse ich auf Rufus-Art. A la Rufuse. Mit einem weiteren brillanten Manöver. Haha! Okay, Ich weiß jetzt... Ach, mach dich nicht lächerlich. Zu spät. Ah, wollte gerade sagen. Schlimmpunzel, Schlimmpunzel! Ein Müllsammler aus Porta Fisco traf einst eine Frau in der Disco. Sie tranken und tanzten. Das Ende vom Ganzen verrate ich nicht, weil wegen ist so. Lass das mal lieber Papa machen. Deine Haare sind wie Blumen, nur ohne Stängel. Wie wär's mit uns beiden, gefallener Engel?
Lass das mal lieber Papa machen. Also ich fand das gut. Schlimmpunzel, Schlimmpunzel, Ringel, Rangel, Runzel. Lass das mal lieber Papa machen. Okay. Ich wette, ich schaff das auch ohne deine Hilfe. Das hast du damals beim Topfschlagen auch gesagt. Du hast drei Tage gebraucht, um den Heimweg zu finden. Und zwei weitere Jahre, um die Wettschulden bei mir abzustottern. Das war gemein. Nicht weglassen. Vergiss den Spruch. Jetzt. Ja, das kennen wir ja schon. So, okay, pass auf. Dann gehen wir doch mal runter zum Crane. Ne? Der Crane, der kann uns doch bestimmt helfen. Hallo, Mr. Crane. Du bist doch Dichter. Klopf. Du schon wieder? Ja. Du kennst dich doch mit Poesie aus, oder? Ich wäre ein schlechter Dichter, wenn es nicht so wäre. War das jetzt ein Ja oder ein Nein? Sag jetzt nicht, dass du meine Hilfe bei einem Gedicht brauchst. Ich brauche deine Hilfe bei einem Gedicht. Nein. Aber es ist für eine Frau und, Das Wichtigste ist, dass es von dir kommt. Ist es nicht auch wichtig, dass es sich da so reimt am Ende? Nicht unbedingt. Und Metrik, was ist mit Metrik? Hauptsache, es kommt von Herzen. Versuch's mal. Schlimmpunzel, Schlimmpunzel, Ringel, Rangel, Runzel. Ist doch gut. Es ist originell, es ist mutig. Und es hat diese gewisse künstlerische Intransparenz. Bravo, ich glaube, du bist bereit. Was? Aber nein. Schnapp sie dir, Tiger. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mich nur loswerden wollte. Aha. Klopf, klopf. Du schon? Ja. Ich brauche immer... Brauchst du nicht. In jedem Versuch's mal. Deine Haare. Wie wär's mit uns beiden? Das kennen wir ja schon. Ist doch gut. Es und es bravo. Was? Schnapp sie dir. Das will er uns auch nicht geben. Klopf. Du... Okay, komm. Ich brauche immer was jetzt in jedem Versuch. Ein Müllsammler aus Porta Fisco traf einst eine Frau in der Disco. Sie tranken und tanzten. Das Ende vom Ganzen verrate ich nicht, weil wegen ist so. Ist doch gut. Es ist lustig. Außerdem ist es metrisch gesehen einwandfrei. Und es handelt sich um eine Liebesgeschichte im weitesten Sinne. Bravo. Ich glaube, du bist bereit. Was? Schnapp sie dir. Okay, sonst können wir hier nichts machen. Kann ich vielleicht hier irgendwie was... was machen wir denn mit den Fuß? Seine Wohnung liegt nicht mal Dreck rum. Okay, I didn't know. Okay, aber ja, wir sind ein bisschen vorangekommen. Das reicht mir. Wir können hier nicht wählerisch sein. Was haben wir denn noch? Ja, was wir hiermit machen, ist uns ja klar, ne? Hey, da ist ordentlich was von der Asche drin, die ich oben in den Flagomat geschüttet habe. Vielleicht kann ich die nochmal verwenden. Ich will nicht, es kleben schon genug. Da, 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 da. So, damit sind wir eigentlich doch bei relativ, ne? Ja, hier sind wir soweit durch, ne? Da haben wir noch den Anmachspruch. Goal ist im Rebellenunterschlupf, da müssen wir auch nur noch den Plan machen. Wir müssen noch das Gedichtproblem lösen. Und dann könnten wir zum Dinner. Also wir sind eigentlich, sind wir gut dabei, ne? Ja, Sieg als Rat eingeholen haben wir ja, ne? Alles gut. Hier sind wir auch so weit. Boah, Junge, der Plan, der sieht aber mittlerweile doch schon recht wirsch aus, ne? Also, so richtig, richtig wirsch. Naja, okay. Da mir gerade so ein bisschen die Ideen ausgehen, wie wir was noch machen können, sage ich an dieser Stelle zu euch, see you guys, und schaltet wieder ein, wenn's weitergeht bei Chaos auf Deponia. Hey you guys, hat's euch gefallen? Gut, nun gibt's ein paar Regeln, denen ihr folgen müsst. Regel 1, das Video wird nicht geteilt. Regel 2, das Video wird nicht geteilt. Regel 3, lass ein Däumchen da. Regel 4, wenn du dich mitteilen willst, kommentiere.
Regel 5, wer neu ist auf dem Kanal, sollte abonnieren. Denn wir sind das, was nötig ist. Wir sind das, was du brauchst. Wir sind Core Gamer Productions.